Okay, das ist der alte Zettel, ne? Ja. Hier ist ein neuer Zettel. Welches Spiel, Krabby, welches? Etwas Unbekanntes ängstige mich. Das ist komisch. Ich hatte Angst vor nicht realen Monstern. Es war nur meine Einbildung. Ich wollte nicht daran glauben, dass meine Mutter ein echtes Monster war. Wir zwei zusammen gucken? Immer doch. Ach, Losti. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er wurde in einem verlassenen... Ach so. Okay. Father's Day. Okay, das sagt mir gar nichts. Ein Horrorspiel, sagst du, oder... Okay, wo ist hier jetzt das nächste? Oh, das war ich. Okay, die Zettel sind jetzt alle weg, die da hingen. Wir gehen immer ganz... locker flockig durch. Untenrum mal jetzt. Wir gucken uns das jetzt mal untenrum an. Den kann ich nicht mehr nehmen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt war. Hallo? Oh. Es geht immer nur Stück für Stück, ey. Ist jetzt aber auch mal gut hier, ne? Ach so. Hier stehen jetzt alle Sachen, die wir gefunden haben. 2 Patienten flohen heute Abend aus einer psychiatrischen Klinik. Ein Mann und eine Frau. Sie stellen sich als verheiratetes Paar dar. Sie wirken vertrauenswürdig, doch können anderen gefährlich werden. Bleiben Sie auf der Hut und meiden Sie den Kontakt zu diesen Personen. Rufen Sie bitte umgehend die öffentliche Polizei an, wenn Sie den Verdächtigen sehen. Die Verdächtigen. Die. Oh, hier ist auch Verbot. Alles klar. Ja, mit Sicherheit hat die sich wieder eingemacht in der Hose wegen dem Buch. Die rote Sonne von Barbados. Die rote Sonne erhält den Weg des weißen Ritters. Er wird den Ausgang finden, wenn er Dunkelheit trotzt. Die Frau in einem blauen Kleid flüsterte ihm zu, sei stark, mein weißer Ritter. Es warten Kämpfe um reiche Ländereien auf dich. Der Ritter fand einen Ausweg, wie er die Land befreien konnte. Die Lande befreien konnte. Dazu muss er in das dunkle Land zurückkehren und die schwarze Hexe besiegen.
und er hat es getan. Dann schien die Sonne mit einem hellgelben Licht und befreite jeden Winkel des Landes vor der Dunkelheit. Wo ist denn? Was war's jetzt? Oh, Leute. Nochmal. Ich kann mir noch nicht so viele Sachen auf einmal merken, Kinder. Und Stern. Nö. Hallo? Doktor Peter, bist du heute dazu bereit, über deine Kindheit zu sprechen? Peter, von klein auf war mein Leben die Hölle. Nachdem meine Mutter verschwand, muss ich in ein Waisenhaus. Niemals habe ich jemandem die Wahrheit erzählt. Wahnsinnshaus wollte ich so. Naja. Hast du immer noch diese Albträume? Im Waisenhaus haben meine Albträume endlich aufgehört. Ich machte mir immer Vorwürfe, dass ich meine Mutter getötet hatte. Ich habe mein ganzes Leben mit diesem Schmerz gelebt. Und jetzt stellt sich heraus, dass es die entkommenen Psychopathen waren, die meine echten Eltern töteten, als ich noch sehr jung war und unser Leben damit übernahm. Wie hast du das herausgefunden? Heute, nach so vielen Jahren, stürzte ich mich in ein Astra-Leben. Oh, Astra. Ich habe alles gesehen, was mit mir geschehen ist. Und dort hast du sie getroffen. Und was ist dann passiert? Ich habe sie besiegt und mich von meinen Ängsten befreit. Und mir wurde klar, dass ich mich damals als Kind gerettet habe. Ich glaube nicht. Bitte was? Das ist ja ein Assi-Junge. Nimm 50 Euro die Stunde und jetzt ist er doch das Viech. Bitte was? Alte Sau, sagt der, ey. Alte Sau, sagt der. Okay, kurz was zu dem Spiel. Also, ich finde es an sich nicht verkehrt. Die Story ist eigentlich ganz geil, dass Psychopathen ausgebrochen sind. Nee, das war jetzt nicht mehr, Lossi. Sorry, aber ich weiß, dass du mich auch so gerne unterstützt. Vielen lieben Dank. Das war, hat jetzt nicht mehr gezündet. Die Story finde ich an sich nicht schlecht, ne? Dass so Psychopathen die Eltern getötet haben und dann
ihn jung großgezogen haben und sich als seine Eltern ausgegeben haben. Ich wollte dich auch nur unterstützen, Idiot. Ich hab dich auch lieb. Das finde ich schon ziemlich geil eigentlich. Und dass jetzt der auch noch da drin mit drin ist, könnte vielleicht sein, dass da noch ein Teil kommt. Für den Preis jetzt, wie gesagt, ich glaube 8 Euro habe ich bezahlt. 5 Euro, glaube ich, waren es. 5 Euro. 4 oder 5 Euro. Dafür ist es eigentlich vollkommen in Ordnung. Geht das noch weiter? Mensch, bist du fett. Du bist ja eine Nummer für den Zirkus. Ja. Ich weiß. Geht das noch weiter oder was? Du denkst, du hast einen Dummen vor dir. Bist du an der richtigen Adresse? Davon bin ich überzeugt. So nämlich. Ach so. Das sah gerade aus wie das Ende schon. Junge! Was ist das für Billiglampen? Jetzt ist es zu Ende, oder was? Nee, das war... Vorhin waren wir bei der U-Bahn auf der anderen Seite gewesen. Jetzt ist es zu Ende, okay. So ein Scheiß, ey. Ja. Wie gesagt, also... Ich finde es für den Preis von 4, 5 Euro vollkommen in Ordnung. Die Länge ist für das Geld auch in Ordnung. Mehr hätte ich jetzt nicht ausgegeben. Ich habe es mir nur im Angebot geholt. Gott sei Dank nicht den vollen Preis bezahlt. Ihr Lieben, vielen lieben Dank für dieses relativ kurze Let's Play. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr Süßen.